Heute mit dem zweiten Teil der Geschichte Der Patensohn von Tolstoi. Was ist bisher geschehen? Der Patensohn hat sich dem Bösen widersetzt, indem er selbst Böses tut. Dafür muss er jetzt sühnen und in den nächsten 30 Jahren so viel Übel auf der Welt vertilgen, wie er über die Welt gebracht hat. Und er macht sich auf den Weg. Er ging und kam in ein Dorf. In der letzten Hütte am äußersten Ende des Dorfes bat er um ein Nachtlager. Die Bäuerin ließ ihn ein. In der Hütte war niemand, nur die Bäuerin, und die scheuerte. Der Patensohn trat ein, kletterte auf den Ofen und schaute zu, was die Bäuerin tat. Zuerst scheuerte sie die Stube, dann kam der Tisch dran. Sie seifte ihn ab, rieb mit einem schmutzigen Tuch nach. Sie rumpelte und rumpelte von der einen Seite, der Tisch wurde nicht blank. Das schmutzige Tuch machte immer wieder schwarze Streifen. Sie rumpelte und rieb von der anderen Seite. Ein paar Streifen gingen weg, ein paar neue kamen hinzu. Nun rieb sie den Tisch der Länge nach ab. Dieselbe Geschichte. Mit dem unsauberen Tuch machte sie ihn immer wieder schmutzig. Hier rieb sie die Flecken fort, dort machte sie neue. Der Patensohn schaute ihr zu und sagte: »Was machst du da, Bäuerin?« »Das siehst du ja«, sagte sie, »ich mache für den Feiertag alles sauber. Nur den Tisch bekomme ich nicht blank, er ist zu dreckig, ich kann schon bald nicht mehr. Du solltest das Tuch auswaschen«, sagte der Patensohn, »und dann den Tisch blank reiben.« Die Bäuerin befolgte seinen Rat und bald war der Tisch blitzblank. »Ich danke dir«, sagte sie, »dass du mir das gesagt hast.« Am anderen Morgen verabschiedete sich der Patensohn von der Bäuerin und ging weiter. Er ging und kam in einen Wald. Da erblickte er Bauern, die Felgen biegen wollten. Der Patensohn trat näher hinzu und sieht, das Holz dreht sich wohl, wird aber nicht krumm. Er schaute sich die Sache näher an und bemerkte, dass sich das untere Ende des Holzes mitdrehte und keinen Halt hatte. Er schaute eine Weile zu und sagte dann: »Was macht ihr da, Brüder?« »Wir biegen Felgen. Zweimal haben wir schon mit Dampf versucht. Ganz erschöpft sind wir jetzt und kriegen sie irgendwie nicht krumm.« »Ihr solltet das untere Ende festmachen, Brüder, sonst dreht ihr euch im Kreis mit ihm.« Die Bauern hörten auf ihn, machten das Ende fest und die Sache ging ausgezeichnet. Der Patensohn blieb bei ihnen über Nacht und ging dann weiter. Er wanderte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht und kam vor Morgengrauen zu einer Schar von Viehtreibern. Bei ihnen machte er Rast. Die Treiber hatten ihr Vieh angebunden und machten gerade ein Feuer an. Sie nahmen dürre Äste, zündeten sie an und legten dann, ehe das Feuer noch recht entfacht war, feuchtes Reisig drauf. Das Reisig zischte und löschte das Feuer wieder aus. Dann nahmen die Viehtreiber andere trockene Zweige, zündeten sie an, warfen wieder gleich feuchtes Reisig drauf und wieder ging das Feuer aus. Sie mühten und plagten sich, aber das Feuer wollte nicht brennen, sprach der Patensohn. »Werf doch nicht so rasch das feuchte Reisig drauf. Lass das Feuer ordentlich anbrennen, wenn es in hellen Flammen steht, dann könnt ihr es nachlegen.« Das taten die Viehtreiber. Sie ließen das Feuer anbrennen und legten dann das Reisig drauf. Das Reisig brannte an und hellauf loderte das Feuer. Der Patensohn blieb eine Weile bei ihnen und ging dann weiter. Er zerbrach sich den Kopf, warum er diese drei Geschehnisse wohl erlebt hatte, konnte es aber nicht begreifen. Der Patensohn ging und wanderte noch eine ganze Weile. Er kam in den Wald. In dem Wald stand eine Zelle. Der Patensohn ging auf die Zelle zu und klopfte an, fragte eine Stimme von innen. »Wer ist da?« »Ein großer Sünder kommt, um fremde Sünden zu sühnen.« Da trat der Starez aus der Tür, das ist ein Einsiedler, und fragte: »Was sind das für fremde Sünden, die auf dir lasten?« Und der Patensohn fing an zu erzählen: von seinem Taufpaten, von der Bären und den jungen Bären, vom Thron und der versiegelten Kammer und was sein Taufpate ihm befohlen habe und wie er auf dem Feld Bauern gesehen habe, die das ganze Korn niedergeritten hätten und wie das Kalb dann von selber zur Bäuerin hingelaufen wäre. Dass man Böses nicht mit Bösem aus der Welt schaffen kann, sagte er, ist mir klar geworden, aber ich kann nicht ergründen, womit man es sonst tilgen könnte. Lehre mich das«, sprach der Starez.
Erzähle mir, was du noch gesehen hast. Da erzählte ihm der Patensohn von dem Weib, wie es scheuerte, von den Bauern, wie sie Felgen bogen, und von den Viehtreibern, wie sie ihr Feuer anzündeten. Der Starez hörte ihm zu, ging in die Zelle hinein und kam mit einer schartigen Axt wieder heraus. »Komm«, sagte er. Er führte den Patensohn ein Stück von der Zelle fort und zeigte ihm einen Baum. »Den haue um«, sagte er. Der Patensohn holte ein paar Mal aus und der Baum fiel. »Jetzt zerhacke ihn in drei Teile.« Der Patensohn tat so. Der Starez ging wieder in die Zelle zurück und holte ein brennendes Stück Holz. »Zünde die drei Klötze an«, sagte er. Der Patensohn legte Feuer an, verbrannte die Klötze, so daß nur drei verkohlte Stümpfe übrig blieben. »Die grabe zur Hälfte in die Erde, siehst du? So.« Der Patensohn grub sie ein. »Und nun höre, unten am Berg fließt ein Fluss. Von dort her hole in deinem Mund Wasser herauf und begieße damit die drei Stümpfe. Den ersten begieße so, wie du das Weib gelehrt hast, den zweiten, wie du die Bauern gelehrt hast, und diesen dritten hier, wie du die Hirten gelehrt hast. Und wenn alle drei Stümpfe ausschlagen und Apfelbäume aus ihnen hervorwachsen, dann wirst du wissen, wie man das Böse aus der Welt schafft, und dann werden dir auch deine Sünden vergeben sein.« So sprach der Starez und ging in seine Zelle zurück. Der Patensohn zerbrach sich den Kopf, konnte aber nichts begreifen, was ihm der Starez gesagt hatte. Aber er tat, wie ihm befohlen war. Der Patensohn ging zum Fluss, nahm einen Mund voll Wasser und begoss den ersten Stumpf. Dann ging er noch einmal zurück und dann noch einmal und begoss auch die beiden anderen. Dadurch war er müde geworden und hatte Hunger bekommen. So ging er in die Ställe zum Starez, um ihn um etwas zu essen zu bitten. Er machte die Tür auf, da lag der Starez auf der Bank und war tot. Der Patensohn schaute sich in der Zelle um, fand etwas Zwieback und aß. Dann fand er auch einen Spaten und machte sich daran, dem Starez ein Grab zu schaufeln. Nachts trug er Wasser und begoss seine Stümpfe, am Tag grub er für den Starez das Grab. Und gerade wie er damit fertig war und den Starez begraben wollte, kamen Leute aus dem Dorf und brachten dem Starez etwas zu essen. Die Leute erfuhren, dass der Alte gestorben war und den Patensohn gesegnet und an seiner Stelle eingesetzt hatte. Sie begruben den Starez und ließen dem Patensohn das Brot zurück, versprachen, ihn noch mehr zu bringen, und ging wieder fort. Und so blieb der Patensohn in der Zelle des Starez wohnen. Er wohnte dort, ernährte sich von dem, was die Leute ihm brachten, und tat, was ihm befohlen war. Er holte im Mund Wasser aus dem Fluss und begoss damit die Baumstümpfe. So lebte der Patensohn ein ganzes Jahr, und viele Leute kamen zu ihm. Bald ging überall das Gerücht, im Walde lebe ein heiliger Mann, der, um seine Seele zu retten, Wasser aus dem Fluss heraufhole und verkohlte Baumstümpfe damit begieße. Und viel Volk kam zu ihm. Und reiche Kaufleute kamen angefahren und brachten ihm Geschenke, aber der Patensohn nahm nur das an, was er zum Leben brauchte, alles andere verteilte er unter die Armen. Und der Patensohn lebte auf folgende Weise. Die eine Hälfte des Tages holte er Wasser im Mund herbei und begoss damit die Stümpfe, die andere Hälfte ruhte er aus und empfing die Besucher. Und er dachte, ihm sei befohlen, so zu leben, damit er durch seine Lebensweise das Böse aus der Welt schaffe und seine Sünden büße. Und er lebte noch ein zweites Jahr, versäumte nicht einen einzigen Tag, die Stümpfe zu begießen, und doch wollte keiner von ihnen ausschlagen. Saß er eines Tages in seiner Zelle und hörte, wie ein Mann vorüberritt und sang. Der Patensohn trat vor die Tür, um zu sehen, wer das sei. Es war ein junger, stämmiger Mann, der prächtige Kleider trug und auf einem schönen Pferd mit prächtigem Sattel saß. Da hielt der Patensohn den Reiter an
und fragte ihn, wer er sei und wohin er wolle. Der junge Mann hielt sein Ross an. »Ich bin ein Räuber«, sagte er, »lungere auf den Straßen rum und schlage Menschen tot. Und je mehr Menschen ich umbringe, desto lustigere Lieder singe ich.« Da erschrak der Patensohn und dachte, »wie soll ich aus solch einem Menschen das Böse herausbringen? Zu denen, die zu mir kommen, habe ich gut reden, die bereuen von selbst, der aber rühmt sich noch seiner Schandtaten.« Der Patensohn sagte kein Wort, wandte sich ab und dachte, »was soll ich tun? Wenn der Räuber hier herumlungert, wird er die Leute erschrecken und sie werden nicht mehr zu mir kommen. Das wird ihrem Seelenheil schaden, und wie soll ich dann leben?« Und er ging nicht fort und sprach zu dem Räuber, »hierher, zu mir! Kommen die Menschen nicht, um sich ihrer bösen Taten zu rühmen, sondern um ihre Sünden zu bereuen und Buße zu tun. Bereue auch du, wenn du Gott fürchtest. Willst du aber nicht Buße tun, so reite von hinnen, lass dich niemals hier wieder blicken, störe nicht meine Stille und scheuche mir das Volk nicht fort. Gehorchst du mir aber nicht, so wird Gott dich bestrafen.« Da lachte der Räuber. »Deinen Gott fürchte ich nicht«, sagte er, »und tue auch nicht, was du mir sagst. Du hast mir nichts zu befehlen. Du lebst von deiner Beterei und ich vom Raube. Ein jeder will leben. Lehre die Weiber, die zu dir kommen. Mir kannst du nichts vormachen. Weil du mich aber an Gott erinnert hast, will ich morgen gleich zwei Menschen mehr töten. Auch dich hätte ich heute erschlagen, aber ich möchte mir nicht die Hände schmutzig machen. Komm mir aber in Zukunft nicht wieder in den Weg.« So drohte der Räuber und ritt davon. Aber er kam nicht wieder, und der Patensohn lebte wie vor dem in aller Stille noch 8 Jahre. Eines Nachts hatte der Patensohn wieder seine Stümpfe begossen, war in seine Klause zurückgekehrt, hatte sich ausgeruht und saß nun da und schaute auf den Weg, ob nicht Leute kämen. Aber an diesem Tag kam kein Mensch. So saß der Patensohn bis zum Abend ganz allein da, langweilte sich und fing an, über sein Leben nachzudenken. Ihm fiel ein, dass ihm der Räuber vorgeworfen hatte, er lebe von seiner Beterei, und er überblickte noch einmal sein ganzes Leben. »Ich lebe nicht so«, dachte er, »wie mir der Staatsanwalt befohlen hatte. Er hat mir eine Buße auferlegt, ich aber habe mir daraus einen Broterwerb und Ruhm bei den Menschen gemacht, und ich habe so weit über mich verführen lassen, dass es mir schon langweilig wird, wenn sie einmal nicht zu mir kommen. Finden sie sich aber bei mir ein, so freue ich mich nur darüber, wie sie meine Heiligkeit rühmen. So darf man nicht leben. Der Ruhm vor den Menschen hat mich vom rechten Weg abgebracht. Ich habe die alten Sünden nicht gesühnt, sondern noch neue auf mich geladen. Ich werde in den Wald gehen, an einen anderen Ort, damit mich die Leute nicht mehr dort finden. Und dort will ich ganz für mich leben, damit ich die alten Sünden sühne und keine neuen mehr auf mich lade.« So dachte der Patensohn, nahm einen Sack mit Zwieback und seinen Spaten und ging von der Zelle fort in eine Schlucht. Hier wollte er sich an einer abgelegenen Stelle eine Höhle graben und sich vor den Menschen verbergen. Der Patensohn zog mit seinem Sack und dem Spaten des Weges. Da kam der Räuber entgegen. Der Patensohn erschrak, wollte davonlaufen, aber der Räuber holte ihn ein. »Wo gehst du hin?« fragte der Räuber. Da erzählte ihm der Patensohn, dass er von den Menschen fortgehen wolle an eine Stelle, wo niemand ihn finden könne. Da wunderte sich der Räuber. »Wovon willst du denn leben, wenn die Leute nicht mehr zu dir kommen?« fragte er. Der Patensohn hatte daran nicht gedacht. Als ihn aber der Räuber nun danach fragte, fiel ihm ein, dass er auch essen müsste. »Von dem, was Gott gibt«, antwortet er. Der Räuber sagte kein Wort und ritt weiter. »Ach«, dachte der Patensohn, »ich habe ihm nichts über sein Leben gesagt. Vielleicht bereut er jetzt seine Sünden. Er schien heute viel weicher zu sein und hat nicht mit dem Erschlagen gedroht. Und er rief dem Räuber nach, »Du sollst deine Sünden bereuen, Gott entgehst du nicht!« Da wendete der Räuber sein Pferd, zog das Messer aus dem Gürtel und holte aus. Der Patensohn erschrak und lief in den Wald. Der Räuber folgte ihm nicht, sondern rief nur noch aus,
Zweimal habe ich dich laufen lassen. Kommst du mir noch einmal in den Weg, schlag ich dich tot!« sprach's und ritt davon. Am Abend ging der Patensohn seine Stümpfe begießen und siehe, der erste hatte ausgeschlagen. Ein junges Apfelbäumchen wuchs aus ihm hervor. Der Patensohn hielt sich vor allen Menschen verborgen und lebte ganz allein. Doch bald war der Zwieback aufgegessen. Nun dachte er, ich muss mir eben Wurzeln suchen. Und wie er ausgeht, um sich Wurzeln zu suchen, sieht er an einem Ast ein Säckchen mit Zwieback hängen. Der Patensohn nahm es und nährte sich davon. Kaum war der Zwieback aufgegessen, hängt ein anderes Säckchen an demselben Ast. So fristete der Patensohn sein Leben. Nur eines bereitete ihm Sorge. Er hatte Angst vor dem Räuber. Wenn er ihn hörte, versteckte er sich und dachte, er wird mich erschlagen, dann kann ich meine Sünden nicht abbüßen. So lebte der Patensohn abermals 10 Jahre. Das Apfelbäumchen war groß geworden, die anderen Stümpfe waren aber Stümpfe geblieben. Eines Morgens stand der Patensohn frühzeitig auf, verrichtete sein Tagwerk und begoss die Erde rund um die Stümpfe. Davon war er müde geworden, er setzte sich hin, um auszuruhen. Und wie er so dasitzt und sich ausruht, denkt er, ich habe eine Sünde begangen, dass ich den Tod gefürchtet habe. Wenn es Gott gefällt, sühne ich meine Sünden auch durch den Tod. Er hat es kaum gedacht, da hört er, der Räuber reitet heran und schimpft und schreit. Der Patensohn hört es und denkt, niemand als Gott allein kann mir Böses oder Gutes antun und geht dem Räuber entgegen. Der Räuber kommt nicht allein angeritten, sondern hat hinter sich auf dem Sattel einen Menschen angebunden, Arme und Beine zusammengeschnürt und im Mund einen Knebel. Er ist ganz still, aber der Räuber schimpft auf ihn ein. Der Patensohn trat auf den Räuber zu und stellt sich vor sein Pferd. »Wohin führst du diesen Menschen?« fragte er. »In den Wald. Er ist ein Kaufmannssohn. Er will mir nicht sagen, wo sein Vater das Geld versteckt hat. Ich werde ihn so lange auspeitschen, bis er es mir verrät.« Damit wollte der Räuber vorbeireiten, aber der Patensohn ließ das nicht zu und fasste sein Pferd am Zügel. »Lass diesen Menschen frei«, sagte er. Da wurde der Räuber grimmig und erhob die Hand gegen den Patensohn. »Willst du dasselbe Schicksal erleiden wie er?« schrie er. »Ich habe dir schon einmal gesagt, dass ich dich erschlagen werde. Lass den Zügel los!« Der Patensohn schrak nicht zurück. »Ich lasse dich nicht«, sagte er. »Dich fürchte ich nicht. Ich fürchte nur Gott allein. Gott aber erlaubt mir nicht, dich ziehen zu lassen. Gib diesen Menschen frei.« Da machte der Räuber ein finsteres Gesicht, zog das Messer hervor, schnitt die Fesseln durch und ließ den Kaufmann zu uns laufen. »Nun schert euch beide zum Teufel«, sagte er, »und kommt mir nicht mehr unter die Augen.« Der Kaufmannssohn sprang herunter und lief davon. Auch der Räuber wollte weiterreiten, aber der Patensohn hielt ihn noch zurück. Er sagte noch einmal zu ihm, er solle doch sein sündhaftes Leben aufgeben. Der Räuber stand da, hörte ihm zu, sprach kein Wort und ritt weiter. Am nächsten Morgen ging der Patensohn seine Stümpfe zu begießen und siehe da, der zweite hatte ausgeschlagen ein junges Apfelbäumchen, wuchs aus ihm hervor. Abermals vergingen 10 Jahre. Eines Tages saß der Patensohn da, wünschte sich nichts mehr und fürchtete nichts mehr, und sein Herz war still und froh. Er dachte, wie reich hat doch Gott die Menschen gesegnet. Sie mühen und quälen sich ganz umsonst. Ihr Leben sollte ein einziger Glückstag sein. Und er dachte an das ganze Elend der Menschen und wie sie sich mühten und abquälten. Und die Menschen jammerten ihn. Unfruchtbar ist mein Leben, dachte er. Ich muss hingehen und ihnen alles sagen, was ich weiß. Er hat es kaum gedacht, da hörte er, der Räuber reitet heran. Er ließ ihn vorüberziehen und dachte,
Was soll ich mit ihm reden? Der versteht mich doch nicht. So dachte er zuerst. Dann wurde er anderen Sinnes und trat auf den Weg hinaus. Der Räuber ritt finster dahin, den Blick zur Erde gesenkt. Der Patensohn schaute ihn an, und der Räuber tat ihm leid. Er lief ihm nach und umfasste seine Knie. Bruder, sagte er, erbarm dich deiner Seele. Auch in dir lebt Gott. Du quälst dich und quälst andere und wirst noch größere Qualen erdulden müssen. Und doch hat dich Gott lieb und hat so viel Segen für dich in Bereitschaft. Richte dich nicht zugrunde, Bruder. Führe ein anderes Leben. Der Räuber machte ein finsteres Gesicht und wandte sich ab. Lass mich in Frieden, sagte er. Aber der Patensohn umfasste seine Knie noch fester und brach in Tränen aus. Da hob der Räuber seine Augen auf und schaute den Patensohn an. Er schaute ihn lange, lange an, stieg vom Pferd und fiel vor ihm auf die Knie. Du hast mich besiegt, Alter, sagte er zu ihm. 20 Jahre lang habe ich mich mit dir herumgeschlagen, aber du hast mich bezwungen. Ich habe alle Macht über mich verloren. Mach mit mir, was du willst. Als du mich das erste Mal ansprachst, wurde ich noch grimmiger. Und ich dachte erst dann über deine Reden nach, als du von den Menschen fortgingst und ich erkannte, dass du für dich selber von den Menschen nichts bedurftest. Und von jenem Tag an hängte ich den Zwieback für dich an den Ast. Da musste der Patensohn daran denken, dass die Bäuerin den Tisch erst dann sauber bekommen konnte, nachdem sie das Tuch ausgewaschen hatte. Desgleichen hatte auch er an sich selber zu denken aufgehört, hatte sein Herz reingefegt und war erst dann imstande gewesen, die Herzen anderer zu reinigen. Und der Räuber fuhr fort, aber meinen Sinn bekehrtest du erst dann, als du den Tod nicht fürchtetest. Da musste der Patensohn daran denken, dass die Bauern die Felgen erst dann umbiegen konnten, nachdem sie das untere Ende festgemacht hatten. Desgleichen hatte auch er erst dann, als er den Tod nicht mehr fürchtete und sein Leben fest in Gottes Hand gab, des anderen Herz gefügig machen können. Der Räuber fuhr fort, doch ganz schmolz mein Herz erst dann, als du Mitleid mit mir hattest und über mich weintest. Da freute sich der Patensohn und führte den Räuber zu der Stelle, wo die drei Baumstümpfe in der Erde staken. Sie kamen hin und, siehe da, auch aus dem letzten wuchs ein Apfelbäumchen hervor. Da musste der Patensohn daran denken, dass bei den Hirten das feuchte Holz erst dann angebrannt war, als sie ein großes Feuer entfacht hatten. Auch aus seinem Herzen waren die hellen Flammen geschlagen und hatten das andere Herz entzündet. Und der Patensohn war glücklich, dass er seine Sünden abgebüßt hatte. Er erzählte dem Räuber alles und starb. Der Räuber begrub ihn, lebte, wie der Patensohn ihm befohlen hatte, und lehrte es auch andere Menschen.